Soderle Bastelzeit und heute gucken wir mal so auf ein altes Ding, was ich mal gebaut habe. Ja, vor langer, langer Zeit, da habe ich mich nämlich mal mit Mückenstichen beschäftigt. Ja, ihr kennt die Dinger, nerven und jucken häufig gerne mal ein bisschen mehr. Und es gibt aber einen Trick, na, Trick ist es nicht wirklich, einfach eine Eigenschaft, die man ausnutzen kann. Und zwar, wenn man so einen Mückenstich hat, da sind entsprechend Proteine und so weiter drin und Eiweiße und die gerinnen halt, wenn man über eine gewisse Temperatur kommt. Das heißt also, wenn man die Stelle aufheizt, hört es auf zu jucken. Klingt nach einem Plan. Und ich hatte mir damals eine, vor sehr, sehr langer Zeit dieses Ding hier gebaut. Im Prinzip war es einfach nur ein Transistor, der ein bisschen kurz geschlossen wurde und dann als Heizung gedient hat. Es gab ein bisschen Logik, aber ehrlich gesagt war das sehr überschaubar und nicht sonderlich sicher. Ja, ich wollte das Ding dann ein bisschen weniger janky looking haben und rausgekommen ist das Ding hier. Ja, das hier ist offensichtlich der Bite Helper und chinesisches Produkt, was angeblich dasselbe kann. Ja, was viel haben wir nicht. Wir haben einen Button, wir haben hier vorne eine Metallfläche. Und wir haben ein Batteriefach, wo in dem Fall hier zwei AA-Zellen reinkommen. Das Ganze kommt in einer wunderschönen Retail-Verpackung. Ich habe sie leider nicht mehr, weil ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich ein Video dazu mache. Aber sagen wir es mal so, die Beschreibung hier hinten drauf ist, selbst für Personen, die schlechte Übersetzungen ins Englische gewohnt sind, eine Herausforderung. Also hier sind teilweise wirklich Wörter, die keinen Sinn ergeben, Leerzeichen mitten im Wort. De facto steht hier nichts anderes drauf, als Sie können es einschalten und benutzen Sie es nicht mehr als 45 Sekunden. Okay, gut. Dann gucken wir einfach mal, was das Ding tut. Denn die Sache ist ja relativ einfach. Wir drücken hier, dann wird hier vorne warm. Ne? Ja, nicht ganz, weil der macht noch was. Nämlich, ja, das Ding hat einen Vibrator. Why ever? Na gut, wir sehen rote Lampe und hier vorne, da sollte es jetzt warm werden. Im Moment spüre ich aber nichts. Das Ding wird sehr, sehr langsam warm. Ich würde mal sagen, ich suche mir mal meine Wärmebildkamera. Dann gucken wir mal grob drauf, wie warm das wirklich wird. Ob es irgendwie wenigstens ein Temperaturlimit hat, ob es ein Zeitlimit hat. Und danach gucken wir dann mal rein, was zum Geier man da drin gemacht hat, um etwas hinzubekommen, was schlechter ist als irgendeine Bastelei, die jemand mal vor Jahren mit Zeug aus der Mülltonne hinbekommen hat. So, wo wir jetzt natürlich ein bisschen gucken müssen, hier vorne das Ding, das ist ja Metall und wenn ich mal hier oben hingehe, dann seht ihr eventuell auf der Wärmebildkamera reflektiert das. Das heißt also, wir können aktuell nicht die Temperatur direkt messen. Ich gehe jetzt einfach mal hin und klebe den Aufkleber drauf. Der heizt sich ja so ziemlich direkt mit da auf und der reflektiert jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt hier drüber gehe, sehen wir nichts mehr. Gut, wir sehen jetzt hier, wir sind irgendwo bei 20 Grad oder so. Dann würde ich sagen, legen wir das mal hier so rum hin. Dann komme ich an den Knopf. Gerade nochmal gucken. Hier sind wir. Dann schalten wir mal an. Das Ding vibriert jetzt vor sich hin. Und wir sehen, er wird tatsächlich halbwegs warm, 30 Grad. Und ich glaube, die Temperatur war irgendwo bei 40, 45 Grad, wo es dann anfängt, dass es tatsächlich etwas ausmacht. Wir sehen jetzt, langsam kommt er da an, aber das ist definitiv nicht doll. Ich hätte mir eher gewünscht, dass der innerhalb von ein paar Sekunden da die komplette Aufheizphase hinter sich hat und die Temperatur erreicht hat. Denn, das hier ist doch eher dünn. Ich meine, ist jetzt gut, weil man wird jetzt eher nicht in das Problem laufen, dass man sich da dran verbrennt, wenn der hier nach, was sind es jetzt, knapp einer Minute vielleicht, erst bei 45 Grad ist. Was mir jetzt noch auffällt, der schaltet anscheinend aber auch nicht ab. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, die 45 Sekunden, die empfohlen wurden, sind rum. Das heißt also, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass da irgendwann eine Abschaltung passiert. Scheint noch nicht mal so zu sein.
Das ist natürlich dann super, weil, ihr habt ja gesehen, ich muss nur drücken, um es anzuschalten. Das heißt also, wenn man das irgendwo rumliegen hat in der Kiste oder so und da dran kommt und noch Batterien drin sind, dann läuft das Ding halt ewig. Ich meine, man hört es durch die Vibration ja, dass es an ist, aber sieht alles eher dünn aus. Sind jetzt irgendwo bei 52 Grad und ich denke, wir brechen das dann jetzt auch mal langsam ab. Denn ja, wirklich viel wärmer wird das, denke ich, nicht. Ha. Okay. Stoppen wir das. Wir sind jetzt hier vorne, wie gesagt, bei etwa 50 Grad. Das wäre so eine Temperatur, wo ich sagen würde, ja, das ist okay. 50 Grad dürfte ausreichen, um entsprechend da so einen Mückenstich da innen drin gerinnen zu lassen. Aber naja, es dauert lange, es ist anscheinend ungeregelt und ja, es ist nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte. Denn eigentlich wollte ich ja etwas haben, was besser ist als das, was ich selber gebaut habe und nicht, ja, diese Funktion hier. Na gut, gucken wir mal, ob man das Ding hier einfach auseinander bekommen und was wir denn so im Inneren finden. Denn, wie gesagt, bisher sieht das eher dünn aus. Ja, vom Batteriefach im Übrigen, wir haben hier unten nochmal zum Glück eingeprägt, dass da ein Plus hier unten hin ist und dass es zwei AAs sind. Ansonsten haben wir einfach einen blauen Draht unten, der an den Batteriekontakt gelötet ist, also keine Platine oder Ähnliches im unteren Bereich. Und ja, jetzt mal gucken, ob man das irgendwie auseinander bekommt. Achso, hier oben dieses Metall, was wir hier haben, das lässt sich auch sehr weit nach innen drücken. Da ist also nicht wirklich etwas dahinter, wie es aussieht. Das scheint wirklich nur hier an der einen Seite befestigt zu sein. Und dann vertraut man halt darauf, dass das schon irgendwie hält. Na gut, ich versuche mich mal hier irgendwie das auseinander zu bekommen. Ja, auch hier jetzt immer noch nicht viel drin. Es ist tatsächlich nur an einer Stelle festgemacht. Ach nee, es ist... Ja, es ist schlimmer als gedacht. Es ist an gar keiner Stelle fest. Es ist einfach nur festgeklebt und der Kleber auf der Unterseite ist kaputt. Da hat man einfach nur Silikon drauf geschmiert. Die Metallplatte, die hat auf der Rückseite dann hier so einen Zickzack-Heater, die man eventuell von so Heizfolien kennt. Oh, gehen wir mal was näher ran, da sieht man das auch besser. Also wir haben hier dieses Zickzack-Gedönse, die Heizplatte, einfach ein Widerstand auf so einem Flex-PCB. Und auf dem auf der Hauptplatine hier, ja, man scheint hier einfach nur einen Vibrationsmotor und eine LED. Ich hoffe, auf der Rückseite ist ein bisschen mehr drauf. Ich erwarte mal mindestens ein bisschen was an Transistor-Fu, denn, naja, irgendwie müssen sie das Ein- und Ausschalten über einen Button geregelt haben. Aber ich habe die dumpfe Befürchtung, dass es tatsächlich auch nur Transistor-Fu ist. Sprich, dass kein Mikrocontroller oder Ähnliches dahinter ist. Zumindest irgendein Timing-IC wäre halt cool gewesen. Wir sehen im Übrigen auch hier einfach nur zwei Drähte hier hinten drauf. Das heißt, es gibt auf jeden Fall keine Rückmeldung. Es gibt also keine Möglichkeit, dass der weiß, wie warm es überhaupt ist. Oh, immerhin. Es ist ein bisschen mehr drunter. Wir haben tatsächlich einen Transistor und einen 8-Pinner. Ein Widerstand noch und das war's. Was sind die zwei dünnen Drähte hier? Achso, das ist der Vibrationsmotor. Den hat man einfach nur da drauf geklebt. Ich würde sagen, Beschriftung haben wir keine. Der hier ist auf jeden Fall abgeschliffen oder überhaupt nicht bedruckt. Und der hier A0GT oder so. Es wird auf jeden Fall einfach nur ein stinknormaler Transistor sein, womit irgendwas hier geschaltet wird. Können wir mal gucken, ob wir es rausfinden. Ich mache gleich mal ein paar Bilder, dann gehen wir zum PC und analysieren das mal eine Runde. Und was wir auch machen, ich hole mal gleich meinen Strom. Dann gucken wir mal, wie viel Energie das Ding hier zieht, wie viel Leistung. Und dann können wir ja mal gucken, wie lange so eine AA-Batterie wahrscheinlich hier drin hält. Wie viele Anwendungszyklen oder, naja, Zyklus gibt es ja nicht. Das Ding schaltet ja nicht aus. Zumindest mal nicht, dass ich es gemerkt hätte. Und dann überlegen wir mal, ob wir das so lassen oder ob wir irgendwas verbessern können.
Und kurzer Blick hier aufs Messgerät. Ich habe das Ganze jetzt hier an meinem Labornetzteil dran, einfach um drauf gucken zu können. Gute Nachricht am Anfang, wenn das Ding ausgeschaltet ist. Also ich kann hier aktuell nichts sehen. Das heißt also, wir sind offensichtlich unter, was sind das hier, 10 Mikroampere. Das heißt also, im ausgeschalteten Zustand dürfte die Batterie auf jeden Fall relativ lange halten. Das ist ja schon mal gut. Eingeschaltet sieht es ein bisschen anders aus. Da ziehen wir 490 mA bei 3 Volt. Das sind ja zwei Batterien nacheinander. Runden wir das Ganze mal, sagen 500 mA, und das ist nicht gut, um es mal so rum zu sagen. Denn die Sache ist, so eine Zelle hier, die hat zwar, je nachdem, was wir für eine holen, auf dem Papier vielleicht 2,5-3 Amperestunden. Man könnte jetzt sagen, ja okay, mal 2,5 Amperestunden, halbe Ampere ziehen wir. Das heißt, dann sind wir ja irgendwo bei 5 Stunden oder so. Aber die Rechnung geht leider nicht auf, denn so eine Batteriezelle, so eine AA-Zelle, die liefert je nachdem, wie viel man gleichzeitig rauszieht, also wie viel Ampere wir ziehen, unterschiedlich viel Energie. Das heißt also, wenn wir irgendwas dran haben wie eine Fernbedienung, wo nur sehr wenig Strom gezogen werden kann, kommt über die Zeit mehr Energie raus, als wenn wir auf einmal irgendwie ein halbes Ampere ziehen. Wenn wir ein halbes Ampere ziehen, die meisten Zellen, die kommen da gerade dann mal so auf eine Wattstunde. Das heißt also, ja, nach so 2 Stunden ist das Ding dann platt. Ja, gut. Nicht unbedingt die schönste Batterielaufzeit. Andererseits, wir reden hier von einer Heizung. Heizungen sind halt Energiefresser. Das wissen wir. Was mir allerdings positiv dann aufgefallen ist, ich habe das Ding mal angeschaltet und liegen lassen. Zum einen, wir haben eine Maximaltemperatur, die erreicht wurde von etwa 60 Grad. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding hier irgendwie so hoch heizt, dass es plötzlich brennt, ist jetzt eher gering. 60 Grad, nicht schön, aber es ist jetzt nicht so, dass es einen direkt die Brandblasen auf die Haut zaubert. Und entgegen dem, was ich eben vermutet habe, gibt es doch eine Abschaltung. Wenn man das Ding nämlich laufen lässt, nach 2,5 Minuten schaltet das Ding aus und ja. Das heißt also, es gibt zumindest ein bisschen Sicherheit dahinter. Allerdings, was mir negativ aufgefallen ist, es läuft halt immer alles. Da würde ich dann sagen, gehen wir mal rüber zum PC und gucken uns die Schaltung an. So, wenn wir uns die Platine etwas näher angucken, dann sehen wir schon, viel ist nicht drauf. Wir haben hier unten, da kommt unser Batterie-Pluspol. Der geht erstmal hier auf einen Kondensator, einfach nur zum Stützen. Auch geht es hier oben auf diesen einen Pin von dem Mikrocontroller. Das heißt also, so verbindet der sich. Und es geht unter dem Mikrocontroller hier durch auf die andere Seite. Einmal hier auf einen 331, also 330 Ohm Widerstand. Der versorgt dann die LED hier mit einem Plus. Und es geht hier oben auf die beiden Lötstellen. Das ist einmal hier der Vibrationsmotor und das hier ist das Kabel, was in Richtung von dieser Heizung geht. Auf der anderen Seite haben wir den Minus. Der geht auch hier natürlich auf den Kondensator, geht ebenfalls hier auf den Mikrocontroller. Das heißt, die beiden Pins sind Plus und Minus. Und es geht hier auf den Schalter. Beim Schalter ist immer so, dass eine Seite miteinander verbunden ist. Das heißt, es geht hier quasi durch den Schalter durch und kommt hier hinten wieder raus. Und ist dann hier nochmal an diesem A09 irgendwas angeklemmt. Das wird wahrscheinlich ein N-Channel MOSFET sein. So, das heißt also, so ist das hier auf der Minusseite verbunden. Fehlen nur noch ein paar kleinere Sachen. Das erste wäre der Schalter. Der geht hier unten auf diesen hier. Der ist verlötet. Die andere Seite anscheinend nicht wirklich irgendwie verbunden. Und der geht hier unten drunter irgendwo auf einen von den beiden Pins wahrscheinlich. Das heißt also, wir haben hier einen internen Pull-Up. Hier auf dem Pin ist also eine ganz schwache, sagen wir zum Beispiel ein 3-Volt-Signal. Und wenn wir den Schalter drücken, oder Taster ist es ja, dann verbindet er das Ganze gegen Ground. Das kann der hier kennen und kann dann entsprechend darauf reagieren. Heißt natürlich auch, der hier läuft immer. Das heißt also auch diese unter einem Mikroampere, die wir eben gesehen haben, das ist offensichtlich der Sleep Mode von hier diesem IC. Das nächste, was wir haben, das ist dann der Pin, der geht auch hier unter dem Schalter durch, geht hier hinten hin, auf diesen 221 220 Ohm,
Und der ist verbunden auch hier oben zu dem hier. Das heißt, wir können relativ sicher sein, dass das hier unser Gate ist, wo gesteuert wird. Endchannel heißt der, der schaltet durch. Ich denke, wir können relativ sicher sein, dass er von hier oben nach hier unten schaltet. Das heißt also, das Ganze hier oben ist unser Minuspol und der geht gemeinsam hier drauf. Sprich, wenn unser Mikrocontroller hier Spannung auf dem Pin anlegt, dann geht das über den Widerstand aufs Gate. Der hier verbindet die beiden Stellen hier sozusagen und dann fließt entsprechend hier der Strom von der Heizung, von unserem Vibrationsmotor und von der LED über den hier, dann über den die Beinchen vom Taster zum Minus der Batterie Stromkreis geschlossen. Es gibt ein paar Sachen, die mir hier auffallen, die seltsam sind, beziehungsweise nicht so dolle. Das erste, was mir aufgefallen ist, das sind die beiden Widerstände. Wir haben hier oben 330 Ohm, wir haben hier unten 220 Ohm und ich würde schätzen, dass das hier oben, dieser A09 irgendwas, ein N-Channel-MOSFET ist. Der A09 oder A09T-Transistor, das ist nämlich wahrscheinlich ein AO3400, 30 Volt N-Channel-MOSFET und MOSFETs, die sind ja nicht stromgesteuert, sondern spannungsgesteuert. Und an der Stelle wäre ich halt hingegangen und hätte hier auch ein 331er hingesetzt, also 330 Ohm. Das ist immer noch wahrscheinlich ausreichend, um den hier durchzuschalten. Aber man hätte den Vorteil, dass die beiden Bauteile dann gleich wären. Das heißt also, man spart sich eine komplette Rolle oder einen kompletten Feeder in der Bestückmaschine und macht das Ganze dann in der Bestückung wieder ein bisschen was günstiger. Ist nicht viel, aber durchaus was, was je nach Herstellmethode da den Preis nochmal hätte drücken können. Und was ich halt schon eben gesagt habe, was mir etwas auf den Keks geht, das ist, wie man das hier gebaut hat. Denn im Endeffekt, die LED, der Motor und die Heizung, die sind hier alle verbunden. Auch auf der Minusseite alle verbunden. Das heißt, es ist nicht möglich, irgendwas hier einzeln zu schalten. Es geht immer alles gleichzeitig an und ja, wie gesagt, ich brauche keinen Vibrator da drin. Das heißt also, ich werde jetzt einfach hingehen und diesen Vibrationsmotor abklemmen und ja, wird dann schon passen. Spart ein bisschen Strom und geht mir nicht so auf den Keks. Sonst ist hier nicht wirklich irgendwas drauf, was für uns noch relevant ist. Wir haben noch die Beschriftung hier YH233. Ich denke, das ist irgendwas Internes. Und hier oben die freie Stelle, das ist ein sogenanntes Fiducial. Das ist einfach nur eine optische Marke, womit die Bestückmaschine erkennen kann, wo denn das Board genau liegt. Das heißt also, wenn die Mechanik irgendwie das Board unter diesen Roboter macht, dann guckt er mit einer Webcam nochmal, wo ist denn hier diese Marke genau, um kleine Ungenauigkeiten bei der ganzen Mechanik dann nochmal auszugleichen. Gut, genug PC, gehen wir mal wieder zum realen Ding. Okay, ja, bleibt eigentlich der letzte Teil. Können wir das Ding irgendwie verbessern? Ich fürchte nur mäßig. Es gibt eine Sache, die ich auf jeden Fall machen werde. Die ist relativ flott erledigt. Und zwar haben wir hier diesen wunderschönen Vibrationsmotor drauf. Ich habe jetzt keinen gesteigerten Bedarf an beheizten Stäben, die vibrieren. Mir geht es nur ums Heizen. Also gehen wir einfach hin, machen den Vibrationsmotor ab. Einfach hier einmal kräftig am Kabel ziehen. Die sind eh nicht so sauber verlötet, von daher gehen die direkt ab. Und dann habe ich den Vibrationsmotor auf jeden Fall schon mal abgeklemmt. Das dürfte ein bisschen was am Stromverbrauch hoffentlich bringen. Und auf der anderen Seite habe ich halt nicht mehr die ganze Zeit diese Vibration da. Die geht mir einfach nur auf den Keks. Und for the record, 425 mA sind das dann. Also sagen wir mal so, Pi mal Daumen, 60 mA gehen aufs Konto vom Motor. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber hey, I'll take it. Ansonsten, viel kann ich da wahrscheinlich nicht machen, denn ja, es gibt keine Rückmeldung von der Temperatur, es gibt keine Möglichkeit, wie ich dafür sorgen kann, dass das Ding plötzlich mehr Leistung bringt und schneller heiß wird. Das Einzige, was ich halt machen kann, wäre hingehen und hier irgendeine andere Zelle reinzusetzen, dass ich nicht die ganze Zeit so viel Batterien verbrauche, eventuell Kabel dran im Netzteil geht auch. Wobei man da natürlich aufpassen muss, dass das Netzteil sinnvoll getrennt ist, eine galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang hat und so weiter. Denn auch wenn hier jetzt keine direkte Verbindung ist, wir haben hier ja so eine Folie drin, was wird das sein, Polyamid oder Captain Tape,
Es ist also keine direkte Verbindung zwischen den Anschlüssen hier und der Metallfläche, die man sich auf die Haut drückt hier. Aber ich würde mich halt auch nicht drauf verlassen wollen. Von daher ist es wahrscheinlich besser, wenn man da irgendwas Isoliertes nimmt. Ja, ich werde wahrscheinlich einfach eine Lipo-Fepo 4 mal reinmachen. Die müssten eigentlich 500 mAh raushauen können in der Größe. Und ja, es gibt so Dummy-Batterien, die man einfach dazwischen setzt. Die leiten einfach nur den Strom durch. Dann sind wir bei 3,6 Volt, ist ein bisschen höher, werden die Dinger wahrscheinlich überleben, der Chip, der hier drauf ist, und ein bisschen mehr Spannung hilft dann auch beim Heizen. Viel ist es nicht, es wird länger dauern als mein DIY-Ding, aber hey, wenn es dafür klappt. Na gut, ich messe mal, wie viel das hier ist, dann gucken wir gleich nochmal drauf. Okay, für die Batteriesituation, ich habe jetzt hier eine Lifepo 4 drin, habe hier vorne ein bisschen Lötzinn dazwischen gemacht, weil dieser Pin hier oben, der ist ein bisschen kürzer als bei den normalen Alkaline-Akkus, der kommt sonst nicht hier hinten dran. Und hier ist einfach nur ein Draht über eine alte Batterie, die leer ist, die natürlich an beiden Seiten isoliert ist, um die Verbindung herzustellen. Und wenn wir jetzt hier drücken, dann sehen wir schon, funktioniert. Gut, das heißt, ich baue den ganzen Kram mal wieder zusammen, minus hier unseren Vibrationsmotor, den ich hier abgemacht habe. Und jo, mit etwas Glück klappt das dann auch noch. Ja, und damit ist wieder alles am Stück. Sieht von außen wieder genauso aus wie vorher, allerdings jetzt halt mit einem Lifepo 4 Akku, statt ständig Batterien nachschieben zu müssen und halt ohne Vibration. Toll ist das Ding immer noch nicht. Durch die lange Aufheizzeit ist das ein bisschen nervig in der Benutzung. Da war das Ding, was ich selber gebaut habe, definitiv besser. Aber das hier ist halt ein bisschen handlicher und sieht nicht direkt nach Zeitbombe aus. Alles in allem also ein eher durchwachsenes Produkt, einfach weil es so unpraktisch in der Anwendung ist. Aber prinzipiell funktioniert es und tut damit dann doch noch irgendwo, was es soll.